So, dann haben wir das auch. Tagebuch. Was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, das. Ja? Einmal hier hin. Oh, ich hoffe, ich finde die Sachen dann auf Anhieb wieder. Mal kicken. Oh, oh, uns wird heiß. Immer was anderes mit dem. Ist er gleich hier. Ziehst du. Willst du? Fehler? Was für ein Fehler? Ja, nicht in die Lava fallen. Ah, die Musik da ist so geil, ne? Bei den Gewohnen. Kann ich was mitnehmen? Nein. Es ist da oben. Oh no. Yes. Ich klettere da oben rauf. Nutze unseren Sturm. Ich höre nur jetzt schon wieder. Ich sehe es. Er hätte uns ruhig mitnehmen können, hä? Nein. So ein Ego-Bär muss immer alles alleine machen. Salz, nimm mal mit. Der bohrische Gesangsvogel. Dein Kommen beweist deinen Mut. Ja, uns bleibt ja nichts anderes übrig. An den Orten, die dir gezeigt werden, findest du die Prüfungen, die dich stärker machen sollen. Eigentlich macht es uns gar nicht stärker, sondern... Es macht einfach nur, dass man einen rivalischen Sturm und die Fähigkeiten schneller wieder aufgelockt kriegt. Wenn ich mit voller Aufladung in einen Bossfight gehe, ist deswegen nicht anders. Mache ich nicht mehr Damage. Okay, das eine ist ja eindeutig beim Vulkano. Das Monument hat 10.000 Jahre überdauert. Weshalb es wohl gebaut worden ist? Oh, noch jemand ist in der Hitze unterwegs. Oh, ja. Setzt du die Hitze auch so zu? Ich weiß ja, dass mir eigentlich nix so geht. Aber ich sorge mir ein bisschen um die. Hast du vielleicht etwas Brandschutzmedizin eingenommen, so wie ich? Oh. Du liebe Zeit. Und macht dir die Hitze ja genauso wenig aus wie Corona. Alter, siehst du nicht die Rüstung, die was ich hab? Linder Vogel. Wenn ich keine Brandschutzmedizin einnehme,
wandle mich ganz schnell in ein Bratgickel. Nur davor. Oh? Schau, genau, wie ich denkt hab. Das ist da, das Monument aus den unvollendeten Liedeln von meinem Meister. Ah ja, ob mein Meister an den Ort über das Liedl nachdenkt hat? Lass mir das Liedforderung, das mein Meister mir hinterlassen hat. Diese Vers von Daruk, so her. Obacht geben. Und dann erwündet sich im Feuer gleich. Wollt nur dem Heißblätten retten, Kay. Größere Kräfte noch zu ergründen. Folge dem, was das Mone meint, verkünden. Es galt den Giganten aus geschmolzenem Schwarz absehen. Es galt die Lichtringe des Vulkans zu durchfliegen. Oh no. Es galt der Lava der Hitze zu ertragen. Prüfungen, die nur echte retten wollen. Oh Gott. Ah, das hört sich auf Bayerisch so gut, oder nicht? Und, was meinst du? Je öfter die Legende her, umso besser verstehe ich die Recken. So kann ich die grundlegenden Versen ergänzen. Ich kann den Heldenmutter-Recken jetzt noch spüren, auch wenn das alles schon 100 Jahre her ist. Hm. Mein Meister hat immer gesagt, dass man reisen und mit anderen Leuten sprechen muss, wenn man ein gutes Lied schreiben will. Also folge nur sein Rat und spreche mit vollen Leid. In Corona habe ich ja Nomo und Blut getroffen, die etwas über den Recken von der Corona erzählt haben. Sie haben mir beide höchst interessante Geschichten erzählt. Oh. Ihre Geschichten werden mir ganz sicher dabei helfen, die Vers des Lieds fertig zu stellen. Ja. Ja. Dann brauchen wir wieder unseren Fotoapparat. Eine Speicher. Das könnte man eventuell besser finden. Wobei, vor der Lava sollte man sich nicht täuschen. Aber das ist definitiv. Beim Vulkano. Ja. Teleportiere mir mal da hin. Vor allem die Kämpfe aus den ganzen Erinnerungen, ne? Wieso sind wir eigentlich immer die Einzigen, die kämpfen? Wo sind alle anderen? Aha. Ich sehe da was. Ja, dann halt die halt fest, nutze fix. Revalis Sturm ist bereit. Ich dachte, ich muss da fliegen. Oh, fucking hell. Ernsthaft? Ich hab's verpasst. Ach, wie scheiße.
Es ist das letzte. Ich hoffe, es reicht noch. Okay, es verzeiht viel. Gott sei Dank. Und hundertprozentig wird es jetzt in diesen Schrein heiß hier gehen. Definitiv. Triffst du Feuergegner mit einem Eisgangangriff, nehmen sie besonders viel Schaden. Aha. Im toten Winkel. Oh. Ernsthaft. Warum gehst du hoch? Bist du bescheuert? Also, ihr beweist es definitiv, dass er bescheuert ist, ne? Der erste geht so. Da muss ich wahrscheinlich auf die andere Seite rüber dann, ne? Wieso gehst du immer hoch, du Dumme? Nuss, du Dumme. Das ist der Wahnsinn. Bleib gefälligst unten, Mann. Jetzt hoch? Ja, Gott sei Dank. Das war der erste Anfang. Was macht es? Doch kann es nicht sein, oder? Oh. Wenn sie wenigstens wieder festhalten, dann wenn er unten wäre, ne? Ich glaube, es sagt. Weg mit dir. Kommt jetzt wieder neue Runde. Das ist dann geil. Wenn man sie einmal opfert, damit man die alle wegballern kann, ist eigentlich gar nicht tragisch. Macht dann vieles einfacher. Okay, wo willst du mit mir hin?
gehst außen rundum, ne? Ich gehe dann lieber mal hier lang. Einmal eine Treppe machen. Traumhaft. Sonne. Und das wieder kaputt da. Da. Geh raus. I mean. Easy. War ein cooles Level. Also cooler Schrein. Dum, 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 dum. Ja, du wiederholst dich. Noch zwei, ich kann zählen. Mich raus. Wow, was für ein geiler Ausblick, ne? Wäre mir persönlich zwar ein bisschen zu heiß, aber der Ausblick ist genial. Aber ich würde sagen, wir nutzen gleich mal die Chance und speichern hier und dann machen wir das nächste Mal weiter. Ich würde mir sagen, ich bedanke mich bei allen, die es dabei waren. Es hat super voll Spaß gemacht und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder mit dem kleinen Ründchen Zelda Breath of the Wild von Die Balladen der Regen und bis dahin macht es gut. Ciao!